Moinsen, in diesem Video hier geht es um die Technik-News der Woche. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran. Das erste Thema hat mit Xiaomi zu tun, denn es geht um das Mi 11 Ultra. Das Mi 11 Ultra wurde international schon länger vorgestellt, es gibt Testberichte, es ist international auf dem Markt, aber jetzt gibt es das auch in Deutschland. Ab dem 20. Mai könnt ihr das gute Stück für 1200 Euro kaufen. Was bei dem Gerät technisch heraussticht: 65 Watt Aufladen, 12 GB RAM, 120 Hertz Display und diese riesige Kamera hinten mit einem rückseitigen Display. Das zweite Thema der Woche hat mit Apple zu tun. Und mir ist es aufgefallen, als ich ein Video von Max Tech gesehen habe. Da ging es darum, dass Apple eine Switch-Alternative entwickeln soll. Die soll keinen M-Prozessor haben wie den M1, keinen A-Prozessor wie den, der in den iPhones verbaut ist. Apple soll für dieses Projekt mit Studios wie Ubisoft zusammenarbeiten, um riesige Titel zu entwickeln. Und es gibt auch schon Designstudien bzw. wie sie aussehen könnte. Das ganze Thema ist aber etwas schwierig, denn es ist ja schon länger in den Gerüchten, dass Apple an einem Apple TV arbeiten soll, der einen Controller hat und der auf Gaming ausgelegt ist. Jetzt kann es natürlich sein, dass diese Leaks sich mit ein paar anderen Leaks oder Wünschen vermischt haben. Und das Ganze ergibt jetzt diese Switch-Alternative. Wäre, finde ich auch, echt ziemlich nice. Aber ob das so reell ist und möglich, ist wieder die andere Sache. Wenn euch dieser Content gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Ein Like oder konstruktive Kritik in den Kommentaren würde mich aber auch freuen. Und jetzt geht's weiter mit Thema Nummer 4. Geht um Google. Genauer gesagt das Pixel 6. Denn diese Woche hat John Prosser, den man kennt durch die Pixel Watch, den man kennt durch die AirTags, den iMac durch sehr, sehr viele verschiedene Leaks, der hat gepostet, dass es auch neue Pixel 6 Leaks gibt, in dem Fall Pixel 6 Bilder. Zu den technischen Daten weiß er noch nicht viel, beziehungsweise gar nichts, aber er hat erste Bilder. Er macht das immer so, er kriegt die Bilder von den Quellen und dann gibt er das einem Render-Artist und der rendert das. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass das, was ihr da seht, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Zum einen, weil es echte Bilder gerendert sind, zum anderen, John Prosser würde ich in dem Sinne vertrauen. Denn er hat bei Google auch die Pixel Watch geleakt, die so aussieht übrigens, was auch relativ realistisch ist. Zum Thema Pixel 6, es sieht extrem nice aus, es ist extrem was anderes. Er sagt auch schon, was natürlich Sinn macht, ist, wenn das Pixel 6 das erste Pixel mit eigenem Prozessor ist. Soll natürlich nicht auch intern der Prozessor was Krasses sein, sondern das Design. Da soll natürlich auch ein größerer Fokus drauf gelegt werden. Das heißt, nices Design, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen und die Pixel-Serie wird dieses Jahr echt krass. Das letzte Thema hat mit Asus zu tun. Jetzt fragt man sich, was macht Asus denn so? Die bauen eigentlich ziemlich nice Gaming-Laptops, Gaming-Smartphones aber auch. Und jetzt haben sie ein normales Flaggschiff bzw. zwei normale Flaggschiffe vorgestellt. Normal könnte man aber in Anführungszeichen setzen, denn diese Flaggschiffe sind nicht ganz normal. Zum einen gibt es das Zenfone 8, aber auch das Zenfone 8 Flip. Zenfone 8 nicht normal, weil es hat ein sehr, sehr kleines für heutige Verhältnisse Display, was nur 5,9 Zoll misst. Außerdem 120 Hertz OLED Display, eine IP68 Zertifizierung, ein Snapdragon 888, das heißt auch 5G, ein 4000 mAh Akku, 128 GB internen Speicher und eine Dual-Kamera mit einem 64-Megapixel-Sensor und einem 12-Megapixel-Sensor. Was daran besonders ist, sind nicht die technischen Daten, sondern wie klein das Gerät ist. Es wird wahrscheinlich ähnlich groß sein wie ein Pixel 5, mit einer UVP von 669 auch ähnlich viel kosten, aber es hat natürlich einen besseren Prozessor und ein besseres Display als das Pixel 5. Das kann natürlich mit anderen Sachen punkten, Kamera, Software und so weiter, aber es ist mal interessant, dass jemand ein kleineres Flaggschiff baut. Das Zenfone 8 Flip hat nicht nur eine Flip-Kamera, sondern auch ein größeres Display mit 6,67 Zoll, auch OLED, aber nur 90 Hertz. Außerdem hat es einen 5000 mAh Akku, das heißt, der ist auch größer. Anders ist natürlich die Flip-Kamera, aber es gibt auch einen dritten Sensor, der dazugekommen ist, nämlich einen 8 Megapixel dreifach optischen Zoom. Das heißt hier nicht die kompakte Größe als Argument, sondern die Flip-Kamera. Da wird der Preis wahrscheinlich 799 Euro sein, UVP zumindest. Noch dazu, beide Geräte bieten kein induktives Laden und nur 30 Watt Schnellladen per Kabel. Das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und lasst mir doch gerne ein Abo da. Haut rein!